Hallo, willkommen auf Boraitimo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Exilium und heute geht's weiter mit 3030 Death Roar Redux. Und wir laden mal schnell unser Spiel. In der letzten Folge hatten wir ja ein neues Schiff geholt. Wir sind jetzt hier momentan und wir hatten auch eine Mission bekommen. Beziehungsweise Kontakte. Wir sollen die Tauis kontaktieren. Und wir sollen noch Ken suchen. Beziehungsweise Kent, unseren Druiden. Ich werde ihn mal anquatschen. Chu hat uns schon gesagt, wo wir hin müssen. Dann quatschen wir mal Kent an. Da bist du, kleiner Freund. Hast du schon... Nicht jetzt. Wo hast du gesteckt? Nicht jetzt. Was passiert hier? Ich bin's. Hat jemand deine Erinnerung gelöscht? Ich bin nicht der Druide, nach dem du suchst. Super Anspielung an Star Wars außerdem. Bist du schon wieder undercover? Correcto mundo, Chef. Untersuchung. Kann nicht reden. Ich erkläre das später. Tut mir leid. Ich habe gedacht, du wärst ein anderer Droide. Kein Problem. Ciao. Gut, er will nicht mit uns reden. Ansonsten mit den normalen Leuten habe ich sonst auch nichts. Obwohl. Wait one. Quatschen wir ihn mal an. Entschuldige mich. Quaid, zu deinen Diensten. Der einzig wahre. Nette Stiefel, Mann. Danke. Sie sind mein Stolz und meine Freude. Kannst du mir einen Gefallen tun? Es hat nichts mit den Stiefeln zu tun. Was ist es? Ich habe einen Bruder auf der anderen Station. Er ist ja nicht das Arschloch. Wenn du da vorbeikommst, sag ihm das. Friss mich, ich werde nicht zahlen. Wie wird er das aufnehmen? Er wird total durchdrehen. Haha. Aber dir wird's gut gehen. Mal gucken, wenn ich vorbeikomme und mir langweilig ist. Was ist sein Name? Quaid. Ich dachte, Quaid wäre dein Name. Ist es auch. Ich bin Quaid. Er ist auch Quaid. Aber er ist ein Arschloch. Und ich zahle ihm nichts zurück. Okay, wenn ich vorbeikomme, werde ich ihm deine Nachricht sagen. Okay, cool.
Er heißt Quaid. Sieht ein bisschen wie ich aus. Er hängt öfters in den Bars hier ab. Okay, ich werde ihn wahrscheinlich auf meinen Reisen treffen. Erinnere dich daran. Iss mich, ich zahle nicht. Danke, es wird mir das Jahr versüßen. So, wir müssen eh noch ein paar Jobs machen. Ich möchte gerne ein bisschen Kohle noch anhäufen. Mal gucken, was haben wir denn hier? Hier auf der Station ist er nicht. Wir sind momentan auf Ruber Station 3. Und ich würde gerne... Ah ja, Ruber Station 2. Nehmen wir jemanden mit? Gibt es hier noch irgendwas? Nein. Da steht auch nichts. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Nö, war das Einzige. Gut, dann haben wir nur eine Taxifahrt vor uns. Wir starten mal. Guck mal einmal auf die Karte. Ruber Station 2. Und dann fliegen wir mal los. Vielleicht können wir unterwegs noch ein bisschen Schrott kaputt machen. Oh, ich muss mal eben kurz in die Optionen. Ich muss noch den Safe Mode anmachen. So, dann docken wir mal an. So, 2200 Credits wieder eingenommen. Wunderbar. Da ist Frank noch und sprechen wir mit Quaid 2. Entschuldige mich. Ja. Bist du Quaid? Ich bin der einzig wahre Quaid. Ich muss dir etwas, ich habe dir etwas zu sagen. Oh ja? Was ist es? Ich habe eine Nachricht von deinem Bruder. Das Arschloch. Was ist es dieses Mal? Er sagt, iss mich, ich werde nicht bezahlen. Er hat was gesagt? Okay, ich gehe direkt rüber. Ich hole mir den Speeder zurück, den ich ihm gekauft habe. Das meiste davon nicht. Ja, tut mir leid deswegen. Ich überbringe nun die Nachricht. Er wird es schon bekommen. Er kriegt es. Das ist ein Arschloch. Die beiden mögen sich anscheinend nicht. Naja, wir haben die Nachricht überbracht. Ansonsten müssen wir jetzt nur noch zu den Taoists rüber. Ich guck mal, ob es hier noch ein paar Jobs gibt, die wir vielleicht noch mal eben kurz machen können.
Savaging machen wir noch nicht. Ansonsten. Meinen Käfer zerdrücken hier. So. Das wäre nach Ruber Station 3. Ich muss mal eben kurz gucken, wie viel Geld haben wir denn schon? 23.000. Und ein paar gequetschte. Beak Speeder. Aber der hat halt keine Meisel Racks. Aber ich glaube, ich möchte die Fleckern umändern, weil die Reichweite, finde ich, ist nicht besonders. Eine Feuerrate von 10 und die eine von 16. Ich meine, die kostet mehr, aber ich muss halt ziemlich nah ran. Und mit dem schweren Schiff, was wir momentan haben, ist das ein kleineres Problem. Aber es macht halt mehr Schaden. Damage 6. Ja, mal gucken. Also Jobs haben wir auf keinen Fall. Missionen haben wir keine aktive. Schiff sieht okay aus. Wir haben nur Benzin dabei. Ich könnte eigentlich noch mal ein bisschen Benzin sicherheitshalber kaufen. Vier Stück. Okay, wir sind schon voll vom Speed, vom Fuel her. So, wo müssen wir denn hin? Char 5 Station Sophia. Dann versuchen wir da mal hinzukommen. Security is danger zone. Wohl ist das gleiche wie hier. Dann mal gucken. So. Dann fliegen wir mal rüber. Ups. Au. Die rammen mich hier laut. So, einmal den Sprungantrieb aufladen. Oh, da werden wir mal ewig hin brauchen. Ich glaube, da müssen wir uns erst ein oh mein Gott, man kann die Sachen hier umändern. Oh Gott. Ja, eigentlich brauchen wir ja, obwohl jetzt gleich müssten wir rausfliegen und zum nächsten System kommen. Ah ja, jetzt geht's schneller.
Hui. So, hier können wir aber ein bisschen noch Schrott zerstören. Bringt uns Geld. Kostet uns nicht viel Zeit. Ja, die hat keine große Reichweite. Da hat mir die Gatling besser gefallen. Aber dadurch kriegen wir Geld rein. Zack. 250 pro Sache. Ich muss mal gerade gucken. Upgrades, Tractor Beam. Musste mich mal eben räuspern. Kein Objekt in der Nähe. Schade, ich dachte, ich hätte irgendwas rausziehen können. Dann fliegen wir erstmal zur Station. So, und dann docken wir da mal an. Noch ein bisschen Geld extra gemacht. Hit. Diese Zeitung ist scheiße. Warum kaufst du sie dann? Ich bin umgeben von Idioten. Entschuldigen Sie, Sir. Verschwende der Zeit mit etwas, was nicht so ein Zeug ist. Na, es hält mich informiert. Missinformiert. Es ist, was es ist. Captain? Ein Plünderer hängt hier immer noch rum. Verdammte Spacers vergreifen sich an meiner Ladung. Diese Typen lassen meine Bälle explodieren. Sein Name ist Falcon. John Falcon. Wir haben ihn gewarnt. Aber wir sind nicht sicher, ob er nicht doch die Lage sucht. Lass uns nicht riskieren. Mach ihn fertig. Es geht nicht nur um die Lage, es geht auch um mein Ansehen. Du erließ es, du bist nicht beschäftigt. Ich? Warum ich? Du hast gesagt, es ist, wie es ist. Ich hasse diese verdammte Phrase. Absolut meinungslos. Okay, ich werde vor ihm warten vor der Station. Und bam. Direkt in seinen Hintern. Wenn wir Glück haben, ist Falcon nicht bewaffnet. Berichtet mir, wenn es erledigt ist. Okay. Also. In 5 Minuten wird Jen Falcon sterben. So, wir sind auf der Konsole. Reparaturen brauchen wir nicht. Das müssen wir auch nicht kaufen. Mit dem Handel muss ich echt mal gucken. Achso, da haben wir gar nichts von. Okay. Mit den Preisen muss man sich echt mal beschäftigen. Das ist im Moment ein niedriger Preis. Ich weiß nicht, ob ich mal ein bisschen einkaufe. Mal gucken, vielleicht können wir es ja irgendwo verkaufen. Relativ teuer. Ansonsten, was gibt es denn hier? Was können wir denn noch kaufen? Den Combat Chip Scanner.
Was macht er? Zeigt das Schild und die Hülle. Koffer. Ein Bierreader. Okay, kaufen wir auch mal. Kann nichts schaden. Hier können wir einige Files kaufen. Ich kaufe mal eben alle. Die sind teilweise sehr interessant zu lesen, geben manchmal auch Hinweise auf besonders gut zu lootbare Ecken. In den News gibt es was Neues. Erste Station explodiert. Okay. Besucht Piraten. Okay, gibt es nicht so viel momentan. So. Wen suchen wir? Kataflü. Da haben wir ihn. Mal anquatschen. Und gucken, was er für uns hat. Hi, ich bin Ferkel. Jimmy Shu sagte, du hast vielleicht etwas Arbeit für mich. Ja, ich habe schon mit dir gerechnet. Ja. Ich habe ihn seit Monaten nicht gesehen. Wen? Jimmy Shu? Ja. Wie war er? Wie ging's ihm? Ach, ist er aus, als ob es ihm gut geht. Gut, gut. Also, hast du einige Jobs für mich? Ja, da ist etwas. Du solltest dich darum kümmern können. Fast sicher. Okay, gut. Du brauchst einen Tractor-Beam und musst mir einige Frachtcontainer besorgen. Okay, weiter. Hol dir die Ladung vom Scarcer Station 2 im Listi-System. Bist du bereit dafür? Ja. Tractor-Beams können teuer sein. Ich glaube, sie verkaufen sie hier. Wenn du noch keinen hast, hol dir besser einen. Und kommen später wieder. Aber wir haben ja schon einen gekauft. Nette Brille. Nette Sonnenbrille. Ja, sind sie. Habe ihn von einem Minenarbeiter auf einer Asteroidenstation. Seid ihr Taoisten eine Piratengang? Nein, nur eine Gruppe von Handelspartnern. Es beunruhigt mich nicht, von was ich gerade gehört habe. Du hast falsch gehört. Unser Business, unsere Art ist privat. Jimmy Choo hat es so anhören lassen, als ob ihr eine Sekte wärt. Ha, das ist Jimmy. Übertreibt immer. Also, willst du diesen Job oder was? Ich mach's schon. Wenn die Bezahlung okay ist. 12.000?
Hört sich fair an. Du brauchst einen Traktorstrahl. Okay. Um es nochmal klarzustellen, der Job ist. Geht zu Cheresca Station 2 im Lesti-System 2. Hol den Ladungscontainer außerhalb der Station. 3. Bring's hierhin zurück. Alles klar, krieg ich hin. Um einen Traktorstrahl zu bekommen, geh an den Handelscomputer. Sie sollten ihn da verkaufen. Ich bin auf meinem Weg. Zwei, die Vogelperson. Wir sollten den letzten Rest Spezies ausschalten und mit dem Terraform beginnen. Die Nanobots haben soweit perfekt funktioniert. Ich werde dir sagen, warum. Weil niemand von uns diesem Abschaum hilft. Niemand glaubt diese Geschichten, oder? Sie sind alles nur Legenden, if irgendetwas Detailliertes rausgekommen ist. Sie wollen den Plan pausieren. Und welches Detail ist es dieses Mal? Der Vogelmensch tauchte auf und hat viel Aufsehen gesorgt. Nicht der schon wieder. Wer war es letztes Mal? Oh, ich erinnere mich. Jeff Eagle, oder? Es ist wirklich verstörend. Ich mag es. Ich auch. Ihr beiden. Und manche von den Älteren haben echt Gedächtnisverlust. Das ist das Einzige, was uns momentan auffällt, den Raum zu säubern. Diese Sachen sind einfach abscheulich. Sie machen aus meinem Leben ein Urinal. Voll von Zeug. Ah, Sir, bitte. Also, müssen wir jetzt nur abwarten? Ich möchte gerne eine neue Welle von Na Nanobots rauslassen, aber das Konzil lässt mich nicht darauf zugreifen. Wir müssen ihre Angst vor der Legende beschwichtigen. Was machen wir dann also? Wir gucken nach einem anderen Bekloppten mit einem Vogelnamen. Also wahrscheinlich leider nach uns, weil wir auch noch Falcon heißen. So. Dann gehe ich mal eben kurz an die Trading-Konsole. Verkaufe eben kurz wieder ein bisschen was. Hab wieder aufgetankt. Guck mal nach den Missionen auf der Karte anzeigen. Listi. Oh Gott, okay. Da müssen wir hin. So, dann schieben wir mal los. Übertrage von JBO. Carrier Signal confirmed. Hey Falcon, der Boss sagt, es ist Zeit zu sterben. Message von einem Händler. Es sieht so aus, als ob du von einem ziemlichen Dreckshaufen angegriffen wirst. Willst du Hilfe? Du musst mir nichts bezahlen. Händler müssen zusammenhalten. Na klar, nehme ich Hilfe einmal an. Oh shit, der trifft uns gut.
So, da haben wir ihn erwischt. Zack. 6 Tonnen Hydrofuel. Oh nein, die Cargo ist voll. Dann injecten wir die mal. Weil ihn möchte ich gerne reinnehmen. Mal gucken, wie viel wir davon noch reinkriegen. Okay, kriegen wir doch schon ein bisschen was rein. So, wir müssen wahrscheinlich reparieren. Das Schiff sieht nicht mehr ganz so gut aus, oder? Ja, mal gucken. Wir halten hier noch mal eben kurz an der Station an. Phew, hat er uns zum Glück doch nicht aus dem Universum. JBO no more. Falcon. Du Bekloppter. Hä? Was ist denn jetzt dein Problem? Du weißt es. Wo ist mein Raumanzug tragender Freund JBO? Ich habe keine Ahnung. Wo hast du ihn verloren? Als Maul. Okay, Mr. Falcon, hör mir jetzt mal genau zu. Wir wollen dich raus aus Andinti. Das ist ein freies System. Du wirst sehen. Nein, du wirst sehen. Was? Du bist so. Du hast so ein Glück, dass ich keine Waffen mit hier reinbringen kann. Ich sehe dich schon noch. Jederzeit, Kumpel. So, wir können handeln. Wir haben einen Body. 206 kriegen wir dafür, dass wir ihn in die Zelle schmeißen. Gib ihm. So, wir müssen wirklich nicht reparieren. Er hat uns wirklich nicht viel angeschossen. Das ist schon mal super. Die Schilde haben gehalten. So, wie sieht es denn hier aus? Ich möchte gerne eine andere Waffe ausprobieren. Die ist mir zu nah dran. Ansonsten, wir könnten ein paar. Achso, zwei Raketen haben wir drin. Wunderbar. So. So, und da müssen wir also jetzt rüber und eben noch die Mission machen. Die Folge wird dann also ein bisschen länger, weil ich möchte jetzt gerne die Mission noch fertig machen. So. Wir müssen in die Richtung. Dann gib mal Vollgas.
So, wir füllen mal auf. So, irgendwo muss der Container hier sein. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Hier scheint ja ziemlich viel los zu sein. So, ich muss den Container finden. Wow. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt zu der Erde gekommen bin. Warum werde ich denn jetzt angegriffen? Ich glaube, ich möchte andocken. Wir kriegen zu sehr auf die Klappe. Erstmal andocken. Repair. Ja, definitiv reparieren. Heilige. Hui. Oh, hier kann man gut verkaufen. Dann. Nee, verkaufen. So. So, wir sollen hier den Container aufsammeln. Ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen ruhiger hier. Entschuldigung. Wo ist denn der Container? Okay, Kent hat uns kontaktiert. Ah, da ist der Container. So, wir müssen damit zurück nach Sophia. Mein Gott, wie soll ich denn hier rauskommen? Wir fliegen mal einfach hier so durch. Hui. So. Und Attacke. Puh, drei feindliche Schiffe, das war ein bisschen viel. Konnten wir uns ja ordentlich ein bisschen prügeln, aber drei gegen einen ist momentan ein bisschen viel. Bisschen nach links. Ui, 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 ui. Drehen, drehen, drehen. So, einmal wieder auffüllen während dem Flug. Oh, oh, oh.
Cavern Temperature. Oh Mann, direkt durch den Planeten geflogen. Der war knapp, ey. Wie sieht denn das Schiff aus? Schild ist auf 50 runter, okay. Hoffe, ich kann einfach jetzt andocken. Achso, okay. Jetzt ist nur die Frage, wo soll ich den hinbringen? Bring es hier hin zurück, tralala. 12.000. Dann lass es außerhalb der Station. Ich hol es mir nachher. Holen wir uns unsere 12.000 ab. Danke für die Lieferung meines Containers. Komm und treff mich. 12.000 haben wir bekommen. Gut, damit sind wir schon ein bisschen weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen hier auf Poraitaimo. Ich bin's, der Exe. Ich wünsche euch noch einen ruhigen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein!